Hallo. In diesem Video geht es zunächst um den Schweredruck, zum Beispiel von Wasser. Dazu möchte ich mit euch eine Rechnung durchführen. Danach geht es um den Luftdruck. Dazu möchte ich euch zeigen, wie man diesen misst. Schauen wir uns den Schweredruck mal am Beispiel des Tauchens an. Dies ist ein langes, kreisförmiges Gefäß, das mit Wasser gefüllt ist. Es könnte beispielsweise das Meer sein. Und dies ist ein Taucher, der in dem Gefäß langsam immer tiefer herunterschwimmt. Und je tiefer der kommt, desto größer wird der Druck, den er zum Beispiel sehr stark auf seinen Ohren merkt. Ich glaube, diesen Druck, der immer stärker wird, je tiefer man kommt, haben wir schon alle einmal gespürt, besonders wenn man ganz schnell hinabgetaucht ist. Aber wie viel Druck ist das denn jetzt genau? Wir kennen ja schon die Formel für den Druck P. Die ist P ist gleich F durch A. Wir schreiben hier Fg, denn in unserem Fall ist F die Gewichtskraft des Wassers, das auf den Menschen drückt. Aber um einen genauen Wert für den Druck, der auf den Ohren des Tauchers lastet, herauszukriegen, müssen wir die Formel noch ein wenig verändern. Wir wissen, dass Fg das gleiche ist wie m mal g, also Masse mal den Ortsfaktor. Jetzt können wir Fg dadurch ersetzen. Also erhalten wir dann P ist gleich m mal g, was ja für Fg steht, geteilt durch a. Auch wissen wir, dass m, die Masse, dasselbe ist wie Dichte mal Volumen, also Rho mal V. Und jetzt können wir auch das in die Formel einsetzen. Dann erhalten wir P ist gleich Rho mal V, was ja für die Masse steht, mal G geteilt durch A. Und jetzt ersetzen wir noch ein letztes Mal etwas, nämlich das V, das Volumen. Das ist nämlich dasselbe wie H mal A. Man kann nämlich das Volumen eines solchen Körpers immer mit der Grundfläche a, die befindet sich hier, mal der Höhe h, die ist hier, berechnen. Nun können wir also auch das Volumen ersetzen in der Formel. Dann erhalten wir Rho mal h mal a mal g geteilt durch a. Und die beiden a's können wir gegeneinander kürzen. Dann erhalten wir endlich unsere endgültige Formel. Die ist dann P ist gleich Rho mal H mal G. Also Dichte mal Höhe mal Ortsfaktor. Und das ist dann die endgültige Gleichung für den sogenannten Schweredruck. Jetzt, wo wir so eine schöne Formel hergeleitet haben, wollen wir doch auch mal genau wissen, wie viel Druck auf den Ohren des Tauchers lastet. Wir kennen schon die Dichte des Wassers. Diese beträgt 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Außerdem kennen wir die Höhe h. Das ist nämlich das Stück, was der Taucher tief getaucht ist. In unserem Fall 2 Meter. Und auch den Ortsfaktor g auf unserer Erde kennen wir. Er beträgt nämlich ungefähr 10 Newton pro Kilogramm. Diese Werte können wir nun alle in die Formel einsetzen. Dann erhalten wir P ist gleich 1000 Kilogramm pro Kubikmeter mal 2 Meter mal 10 Newton pro Kilogramm.
Und das ergibt dann P ist gleich 20.000 Pascal. Das ist ganz schön viel. Der Druck in der Tiefe des Wassers muss also ganz schön groß sein. Wir können das Ganze auch umrechnen in eine andere Druckeinheit. Das sind dann 0,2 Bar bei nur 2 Meter Wassertiefe. Das heißt, bei 10 Metern Wassertiefe hat man schon einen Druck von einem Bar. Und bei 20 Metern spürt man doppelt so viel Druck. Uns Menschen kann das schaden, weil in unseren Lungen ein sehr viel niedrigerer Druck herrscht. Sie sind ja mit Luft gefüllt. Fische zum Beispiel sind auf den Druck eingestellt. Wichtig ist, wir sehen in der Formel, wovon der Druck abhängt. Er hängt ab einmal von der Dichte des Stoffes, also Rho, und von der Tiefe, in der wir uns befinden, beziehungsweise wir haben es hier mit H Höhe bezeichnet. Der Druck hängt also nicht von der Größe des Gewässers oder des Behälters ab und auch nicht von seiner Form. Das werden wir nun mal betrachten. Dies sind drei miteinander verbundene Gefäße, die alle eine unterschiedliche Form haben. Nun geben wir in das linke Gefäß Wasser hinein und schauen, was passiert. Das Wasser verteilt sich in alle drei Gefäße, aber immer auf der gleichen Höhe. Das bedeutet, dass der Wasserdruck auf gleicher Höhe immer gleich ist, egal in welchem Gefäß, denn sonst würde sich das Wasser anders verteilen. Denn wir haben ja schon gesehen, der Druck hängt nur von der Dichte des Stoffes und von der Höhe ab. Nun kommen wir mal weg von der Flüssigkeit zum Gas, dem Luftdruck. Dies hier sind zwei schöne Berge und ein Tal dazwischen. Im Tal ist der Luftdruck besonders hoch. Auf dem Berg dagegen ist er relativ niedrig. Das habt ihr bestimmt schon einmal gehört, dass es auf dem Berg weniger Luft gibt und man schwieriger atmen kann. Und genau diesen Luftdruck kann man auch messen. Und zwar mit einem Barometer.